Guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde. Willkommen hier in Hausach im Kinzigtal. Hier beginnt für mich heute die große Runde um den Brandenkopf. Ja, paar Kilometer, paar Höhenmeter. Ich bin gespannt. Ich packe mein Fahrrad jetzt runter und dann geht's schon los. Jetzt gehst du erstmal an die Kinzig und dann fahre ich ein Stück der Kinzig hinab. Ja, und wenn ich Outdoor Active glauben darf, warten heute so circa 65 Kilometer auf mich mit so 1000 Höhenmeter, so um die 1000. Ja, bin mal gespannt, was wirklich rauskommt. Wie gesagt, jetzt erstmal an der Kinzig entlang ein Stück. Ja, ich werde dann mal anhalten, vielleicht gleich hier irgendwo, wenn es ruhig ist. Und werde dann mal die Karte einblenden und euch mal wieder erzählen, was ich so vorhab heute. Hier rechts die Kinzig und ich hier auf dem Kinzig-Radweg. Schon ganz schön was los heute Morgen hier auf dem Radweg. Aber egal, jetzt habe ich gerade mal ein bisschen meine Ruhe hier. Jetzt werde ich mal die Karte einblenden von meiner Tour heute. Ja, große Runde um den Brandenkopf heißt das Thema. Bin ja gestartet in Hausach. Jetzt geht's im Kinzigtal Richtung Haslach bis kurz vor Biberach. Biberach hier im Kinzigtal. Dort verlasse ich dann die Kinzig und es geht steil hinauf, vermute ich mal, bis zum Welschbollenbachereck. Welschbollenbachereck. Und weiter bis zum Brandenkopf. Das sind keine einfachen Namen. Ja, im stetigen Auf und Ab kommt dann der Reierskopf und der, jetzt muss ich umblättern hier, der Reierskopf und der Regeleskopf, ich weiß nicht, ob ich das alles richtig sage, dann der Hahnenkopf und noch der kleine und der große Hundskopf. Viele Köpfe. Jetzt geht es dann weiter, oder dann geht es dann weiter nach Bad Rippoldsau-Schabach. Da fahre ich aber nicht ganz rein, denn vorher geht es wieder an die Wolf und dann geht es hinunter Richtung Kinzigtal. Also die Wolf, die fließt wohl da in die Kinzig und ich fahre an der entlang Richtung Kinzigtal. Ja, an Oberwolfach vorbei bis Wolfach und dann Hausach. Ja, und da steht ja wieder mein Auto. Da kann ich dann wieder hochfahren nach Freudenstadt zu mir nach Hause. Okay, das war's jetzt mal fürs Erste. Ich fahre weiter. Die Ersten kommen schon wieder hier. Ich denke, wenn es dann in die Hügel da reingeht, dann werde ich einsamer sein. Nicht so viel los wie hier unten auf dem Radweg. Naja, viel los ist relativ. So arg viel ist es auch nicht, aber es sind halt immer wieder Menschen da. Ist ja okay, ich bin ja auch hier. Also, was habe ich gesagt? Wo geht's hin? Haslach Richtung Biberach.
und dann rechts hoch in die Berge. Dann kann ich gleich die Jacke wieder ausziehen. Da rechts geht es dann gleich über die Kinzig, über die Brücke. Und dann werde ich auch bald im nächsten Ort sein. Wir haben jetzt 9 Uhr. Ja, richtig schön hier im Kinzigtal gerade. Nochmal ein richtig schönes Wochenende. Da lohnt sich's doch, aufs Fahrrad zu sitzen. Ich fahre jetzt gerade durch Schellingen, das ist bei Haslach. Und so kann man ein altes Fahrrad auch wieder verwerten. Schön. Jetzt habe ich erstmal Jacke raus, Sonnenbrille auf und dann kann es weitergehen. Und die Äpfel werden langsam auch reif. Ja? Kriegt man ja gerade schon Hunger. Und das kurz nach dem Frühstück. Ich frage mich gerade, ob der Himmel anderer Meinung ist wie ich, was das Wetter angeht. Es bewölkt sich gerade voll. Naja, ist auch okay. Da muss ich nicht so schwitzen, wenn es gleich der Berg hochgeht. Ja, wir schauen mal, was der Tag so bringt. Hä? Noch 3 Kilometer bis Zell am Harmersbach. Und soweit ich noch im Kopf habe, muss ich ja vorher die Berge hoch. Rechts nach oben. Berge hat es da, das sehe ich schon. Ja, ich weiß, die Schweizer und Österreicher fragen jetzt wieder, wo sind denn da Berge? Okay, Hügel. Es sind Hügel. Ich fahre die Hügel hoch. Die Schwarzwaldhügel. Aber trotzdem schön. Unter Harmersbach und jetzt geht's los. Ich verlasse die Kinzig hier. Ja, und fahre den Hügeln entgegen. Genau. Und bald werde ich in den Hügeln sein. Ich freue mich drauf. Richtig schöne Schwarzwaldhäuser gibt es hier noch. Klasse. Unter Harmersbach habe ich gerade verlassen. Jetzt geht es leicht nach oben. Ja, ich fahre gemütlich, wie ich es gewöhnt bin. Bisher noch ganz okay, aber ich glaube, es kommen heute noch ein paar richtig harte Nüsse auf mich zu. Aber zur Not schiebe ich wie immer. Kein Thema. Bisher ganz okay. Habe auch erst 15 Kilometer. Jetzt fahre ich durch Oberrettensbach, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ja, das heißt, ein bisschen bin ich schon hoch, wenn es Ober ist. Ja? Aber noch nicht so arg. Alles schön ruhig hier noch am Samstagmorgen. Klasse.
Scheint mal wieder ein guter Tag zu werden. Ja, und ihr seht, nach 3 Kilometern ist hier Ende Gelände. Auf alle Fälle für Autos. Für mich geht es mit Sicherheit weiter. Ja, und dann muss ich mich auch mal bei den Machern von den ganzen Foren bedanken, wie Outdoor Active und Komoot und wie sie alle heißen. Man findet da doch immer wieder Touren, die, ja, die ganz in der Nähe von einem sind und die man trotzdem überhaupt nicht kennt. Ich auf alle Fälle. Ja, natürlich auch vielen Dank an die, die solche Touren veröffentlichen, die sich die Mühe machen und das einstellen. Vielen Dank mal. Ich bin ein bisschen faul, ich mache sowas nicht. Ich habe mal angefangen, aber nee, komme gar nicht mehr so richtig dazu. Aber ich finde es super, wenn es sowas gibt. Und ich nutze es auch oft. Ja, jetzt hoffe ich mal, dass ich am Ende vom Tag nicht den versäckel, der die Tour hier macht, weil ich so kaputt bin. Okay, ja, ich werde es auch mal unter dem Video verlinken. Die Tour ist auf Outdoor Active zu finden. So, jetzt aber weiter, sonst geht mir die Luft hier aus beim Filmen. Ja, ich denke, man sieht, mir steht der Schweiß auf der Stirn. Ah, man kann noch fahren. Im ersten Gang ist für mich okay. Aber ihr hört sich schnauf. Ich muss mich bewegen. Aber der Weg ist noch asphaltiert, kein Schotter. Passt. Kleiner Gang und hochwackeln. Ich habe Zeit, das ganze Wochenende, wenn es sein muss. Aber so lange werde ich nicht brauchen. Inzwischen ist der Weg in Schotter übergegangen. Geht noch ein bisschen schwerer, aber ich kämpfe weiter. Immer nach oben. Ja. Irgendwann kommen wir an, gell? Ja, jetzt nochmal Hallo. Speziell an alle Wanderfreunde. Also ich wandere jetzt gerade. Habe mich entschlossen, aus dieser Radtour eine Wandertour zu machen. Auf alle Fälle, solange es hier so hoch geht. Ich komme selbst beim Laufen brutal ins Schwitzen. Ich glaube, hier hätte mir so ein bescheißerle Fahrrad schon gut getan. Ja, wie gesagt, so ein bescheißerle Fahrrad, das tät hier schon helfen. Ja, sage mir hier im Schwabenland, bescheißerle Fahrrad. Ich hoffe, ihr versteht es und nehmt es nicht schon wieder übel. Ja, jetzt geht es wieder ein bisschen moderater hoch. Ich hoffe, das war's, aber kann eigentlich nicht sein. Ich habe noch nicht mal 400 Höhenmeter geschafft. Da muss also noch einiges kommen. Inzwischen bin ich auf der Fischerbacher Höhe mit 592 Metern. Ich muss sagen, mein Tacho von Sigma auch ziemlich genau. Auch bei 590. Das ist doch okay. Ja, heute ist wohl der Tag der genauen Höhe. Hier ist Navi auch 592. Punktlandung. Das habe ich so noch nicht oft gesehen. Super. Jetzt gibt es da nur ein Problem. Nämlich, dass ich heute auf über 900 Metern über dem Meer gehe. Also habe ich noch was vor mir. Aber ich muss sagen, ist ganz okay. Sonne ist jetzt wieder rausgekommen. Richtig schön zum Radeln. Auch auf dem Navi sieht man es. Es kommt noch was an Höhe. Da kann ja nichts schief gehen. Ha? Ja, hier muss ich vor und dann wird es da irgendwo darüber gehen. Und da oben,
da, wo man die zwei Windräder sieht, in die Richtung muss ich. Das ist jetzt hier vom Hohberg aus. Da habe ich einen schönen Blick in diese Richtung. Kann mich drehen. Von hier bin ich gekommen. Und da geht es auch wieder ins Tal runter. Habe ich auch einen schönen Ausblick. Es ist recht windig hier oben. Hier geht es weiter zu den, weiß gar nicht, Willhöfen oder so, oder Hillhöfen. Keine Ahnung. Auf alle Fälle werde ich jetzt wieder schieben. Es geht nämlich erstens mal steil und sehr steinig. Da ist wieder Wandern angesagt. Super. Ich bin weiter geklettert. Es sind noch 4 Kilometer auf dem Wanderweg bis zum Brandenkopf. Das müsste so der höchste Punkt meiner Tour sein. Ob ich ganz da hoch gehe, weiß ich nicht. Aber ich bin jetzt hier schon kurz vor den zwei Windrädern. Ich habe meine Satteltasche gerade umhängen müssen. Irgendwas hat da gestreift am Schutzblech immer. Da habe ich sie auf die andere Seite gehängt. Jetzt geht's. Eigentlich ist die für links, aber wenn es auch so geht oder besser geht, machen wir es so. Es geht jetzt ein bisschen eben, aber ich sehe schon die nächste harte Steigung. Auf dem Navi. Ja, in Wirklichkeit noch nicht, aber ich kann es auch erwarten. Ich gehe mal stark davon aus, dass das vor mir jetzt der Brandenkopf ist. Ja, so ein Turm oben, Windrad. Hier unten hat es einen schönen Vesperplatz. Aber ich will erst die Höhenmeter machen, bevor ich mein Essen mache. Wobei das hier wirklich ideal wäre, wie das aussieht. Naja, was soll's. Ich finde noch einen Platz, bestimmt. Muss nicht so schön sein für mich. Aber wie gesagt, schon absolut klasse hier. Aber auch wie gesagt, ich will zuerst die Höhe machen, bevor ich mich voll esse. Ja, hier so eine Hütte und da sehe ich gerade Brandenkopf oben. Kann man auch essen, aber ich habe ja mein Essen dabei. Aber mal gucken, wie das aussieht da oben. Boah, ich sag's euch, so langsam hört für mich hier der Spaß auf. Oh. Oh, das tut gut. Geht immer noch weiter hoch. Aber schön, wir schieben. Diese Richtung. Hier geht es jetzt noch hochgehen zum Brandenkopf. Wäre noch 800 Meter. Also keine Höhenmeter, sondern 800 Meter. Links, rechts, rechts, links. Da oben sieht man schon das Windrad vom Brandenkopf. Aber meine Radtour heißt ja rund um den Brandenkopf. Ich muss in diese Richtung weiter. Ich fahre ein bisschen unterhalb vom Brandenkopf. Bin jetzt auf, wie viele Höhenmetern bin ich denn jetzt? Ja, auf knapp 900. 883. Okay, weiter geht's. Thank you.
38 Kilometer habe ich noch vor mir. Bin mal gespannt, was noch alles kommt. Gerade eben bin ich ziemlich weit bergab gefahren wieder. Hier geht es wieder ein bisschen hoch. Wie gesagt, jetzt geht es hier ein bisschen auf und ab auf der Höhe oben. Ja, und ich tät mal sagen, hier macht der Rainer Mittagspause. Das bietet sich doch an, oder? Das ist doch ideal hier. Was will man mehr? Jetzt kann ich zuschlagen. Ja, heute mal wieder ein typisches Rainer-Gericht. Wie immer. Nein, wie immer stimmt nicht, aber das habe ich schon sehr oft gemacht. Das ist immer passend bei einer Radtour, geht ruckzuck. Ich habe daheim schon alles geschnitten. Ich habe hier ein bisschen Hähnchenfleisch, habe Karotten, habe eine Zucchini, Zwiebel, Paprika. Dazu kommt noch Knoblauch rein. Ja, zuerst das Fleisch anbraten, das nehme ich wieder raus. Dann Karotten, Zwiebeln rein, anbraten, Paprika. Zum Schluss meine Zucchini und der Knoblauch. Sojasauce habe ich hier. Kipfer dann oben drüber. Salz, Pfeffer. Thema gegessen. Ich leg los. Zuerst mal Öl. Ja, Karotten und Zwiebeln haben jetzt auch schon eine Weile hier drin verbracht. Die haben schon schöne Röstaromen, so sagen sie auf alle Fälle im Fernsehen immer. Naja, vielleicht ist auch schon fast ein bisschen zu schwarz. Aber egal, das wird schon. Jetzt tun wir Paprika rein, Sojasauce und dann wird das. Jetzt noch meine Zucchini, mein Fleisch dann wieder und ich glaube, ich kann es dann gleich genießen. Ja, ein bisschen Pfeffer noch, ich glaube Salz brauche ich nicht, ist in der Sojasauce normal genug drin. Ich freue mich drauf. Ja, Freunde, just in time ist mein Spiritus hier abgebrannt. Ich kann jetzt essen. Ja, ich finde es okay, sieht gut aus. Ich hoffe, es schmeckt gut. Und ich werde direkt aus der Pfanne hier essen. Ja, ich habe hier so eine kleine Fassbrause. Die hat mir jemand geschickt, oder besser gesagt, der hat es der Selin geschickt, und zwar der Jens aus Darmstadt. Der scheint mich gut zu kennen, hat hier hinten schon draufgeschrieben, von wem es ist, hat aber auch draufgeschrieben für Selin. Ja, grohe, kleine Fassbrause, Zitrone, Limette. Das ist alkoholfreies Weißbier mit Limetten, Zitronengeschmack. Aber die Selin trinkt leider gar nichts, was nach Bier schmeckt. Bisher auf alle Fälle nicht, oder ich weiß es nicht. Deswegen werde ich das jetzt trinken. Ich freue mich heute drauf. Ich habe gar keine Lust auf Bier. Aber du hast mir auch, glaube ich, 4 Bier oder 6 Bier, weiß gar nicht mehr genau, geschickt. Und auch 4 oder 6 von den Teilen hier. Vielen Dank dafür. Hast mir auch einen Brief geschrieben.
ja, lese ich jetzt nicht vor, aber du hast da was dazu gemacht. Und zwar vom Darmstädter Echo in 3 Tagen an die Weser. Ja, da gibt es auch einen Link dazu. Ich kann das mal hier geschwind reinheben. Sollte ich eigentlich nicht machen, denn sonst kann es sein, wir schicken noch viel mehr Leute Bier, was ich ja eigentlich gar nicht mehr so wollte. Aber trotzdem vielen Dank. Ja, ich werde trotzdem das hier verlinken. Das ist eine tolle Sache, wo du da gemacht hast. Für deinen Fußballverein oder wegen deinem Fußballverein, was auch immer. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich mag Fußball nicht. Oder besser gesagt, ich interessiere mich nicht für Fußball. Nicht mögen wäre absolut falsch. Es interessiert mich einfach nicht. Das ist alles. Ja, des Weiteren, wenn ich schon dabei bin, sagen wir auch noch Danke an der Thomas. Der hat mir nämlich auch eine Flasche Bier vor die Haustür gestellt. Und zwar kommt die aus Aalen. Und das Bier hat sein Bruder selbst gebraut. Und das ist eine kleine Erinnerung für mich an den Kocher Jagdstraatweg. Ich glaube schon 2 Jahre her oder so, wo ich den gefahren bin. Aber trotzdem vielen Dank. Und ich denke mal, das Bier werde ich auch mal in Ruhe genießen. Und jetzt muss ich aber essen, sonst ist nämlich mein Essen kalt. Hier die kleine Fassbrause werde ich als erstes mal probieren. Zum Wohl. Ja, das schmeckt schon mal außergewöhnlich, aber nicht schlecht. Jetzt kommt ein Auto. Deswegen esse ich jetzt, jetzt wird es gleich laut. Da kommt von irgendwo kommt was. Einen guten. Also ich denke, die Selene sollte die Fassbrause doch mal probieren. Schmeckt gar nicht arg nach Bier. Mehr nach Zitrone, Limette. Eigentlich recht gut, ja, muss ich sagen. Und jetzt wie immer esse ich in Ruhe. Gerade sind ein paar Motorräder hier vorbei. Die sind da hoch zum Brandenkopf. Hier darf man wohl fahren. Naja, was soll's. Ich fahre ja auch. Ja, das war's schon wieder. Jetzt noch ein bisschen spülen und dann geht's weiter. Hier kommt das nächste Motorrad. Ja, so schnell geht's. 12.30 Uhr. Ich bin richtig schön vollgegessen, muss ich sagen. Es war absolut genug. Mehr hätte es gar nicht sein dürfen, also Reis oder Nudeln noch dazu. Das wäre schon zu viel gewesen. Das passt so. Schönes, leichtes Essen. Jetzt gerade schöne, leichte Strecke. Und ja, ich denke, der Rest vom Tag wird ziemlich angenehm jetzt voll. Die Höhenmeter habe ich die meisten. Jetzt ein bisschen hoch runter hier auf der Höhe und dann, wie gesagt, runter an die Wolf und an der Wolf dann runter wieder bis an die Kinzig. Gehen wir's an. Hier ist auch eine Wanderhütte. Aber so wie es aussieht, hat die zu und für mich geht es weiter hier rechts runter, den Weg da runter. Ja, da hat mein Navi gleich wieder gestreikt. Ich muss nicht da runter, ich muss hier da hoch, rechts jetzt und an der Hütte vorbei. So ist es richtig. Okay. Und ihr seht, hier führt auch der Westweg vorbei. Alle Westweggeher kennen die Hütte hier. Das ist nämlich die Kreuzsattelhütte. Ja, gerade ging es richtig steil und holprig bergab. Direkt auf dem Westweg. Einige Wanderer sind auch unterwegs, aber nur Tageswanderer habe ich bisher gesehen. Nur keinen mit dem großen Rucksack heute. Ja, jetzt bin ich hier wieder rausgekommen aus dem Wald. Schön. Hier bin ich schon gelaufen. Ist ja auch kein Wunder. Bin ja auch der Westweg schon gelaufen. Ja, hier wieder so ein Tal vor mir. Herrlich. Ich halte mal an und zeig's euch.
hier geht's für mich weiter. Und wie gesagt, hier so ein Tal, da unten, ich weiß gar nicht, ist der Harkhof. Ja, nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, der ist. Ja, seht ihr, Schwarzwald. Schön, auch schön. Nicht nur die Schweiz ist schön, auch nicht nur Österreich, auch Schwarzwald. Und natürlich auch Pfälzerwald und Odenwald und was für Wald auch immer. Alles, überall ist schön. Schön auf seine Art. Ich fahre weiter. Ich habe noch, jetzt bin ich 30 gefahren, dann habe ich noch so 35, 33,8. Gehen wir es an. Normal sagt man ja schon Bänkle hier im Schwarzwald, aber das ist dann doch eine Bank oder drei große Stühle. Ja, mit schöner Aussicht, passt, aber ich muss weiter. Ihr seht, es geht hier weiter, steinig auf dem Westweg. Ich muss hier wieder schieben, das ist einfach zu steinig. Was ich natürlich auch dazu sagen muss, das ist eine Mountainbike-Strecke und keine Radtour. Da muss man mit so Passagen natürlich auch rechnen. Aber es geht auch mit meinem Trekkingrad. Und bei dem ganzen Auf und Ab hat man natürlich immer wieder wunderschöne Ausblicke hier. Und ich schnauf. Aber es ist auch gut, wenn man schnauft. Dann weiß man, man lebt noch. Soll ich es übersetzen? Dann weiß man, dass man noch lebt. So, das haben es hoffentlich alle verstanden. Und Schnaufe ist Atmen. Ich glaube, das weiß jeder, oder? Ah, es geht wieder hoch. Auf und ab. Das ist die Haghütte jetzt, wo ich rausgekommen bin. Ich bin von da gekommen, hier. Und muss in die Richtung weiter. Und da stand Oberwolfach, ich glaube noch 14,5 Kilometer. Und somit verlasse ich auch den Westweg. Und hier steht es auch, 14,5 Kilometer bis Oberwolfach. Auf dem Wanderweg auf alle Fälle. Ja, mittlerweile habe ich 935 Metern Tageshöhe. Ich denke, das meiste habe ich damit. 37,5 Kilometer bin ich gefahren. Hier ist ein Schild, da geht es zum Schmalzhüsli, Vesperstube. Na, ich bin noch voll. Ein Weizen könnte ich vielleicht vertragen. Aber ich denke, ich fahre dran vorbei und fahre weiter runter in das Tal, wo die Wolf dann fließt, Richtung Kinzig. Diese kleinen Hügel oder großen Hügel, was auch immer, wo man da hinten sieht. Das ist typisch Schwarzwald hier. Morgens sind die in so ein rötliches Licht oft getaucht. Nur genial. Auch jetzt schön. Ich habe gedacht, ich kann hier meine Flasche füllen. Aber da steht leider kein Trinkwasser. Ich weiß nicht, ist es oder ist es nicht. Und ich habe auch noch halb voll. Dann lebe ich mal so, bevor ich hier irgendeinen Scheiß mache. Mein Weg ist jetzt langsam auch wieder asphaltiert. Ja, dann kann ich es wieder rollen lassen, ne? Falls ich nicht gleich wieder auf den Schotterweg komme. Ich bin wieder auf einem Schotterweg rausgekommen, aber egal. Die Landschaft entschädigt gerade für alles. Schaut da drüben, der Brandkopf oder Brandenkopf, wo ich war. Jetzt muss ich hier in die Richtung, auf dem Weg weiter. Echt genial, die Tour. Ich bin mal wieder super. Genau, zufrieden.
Ich bin jetzt ewig lang auf so Schotterwegen durch den Wald gefahren und bin jetzt hier, ihr hört es am Rauschen, an dieser Wolf vermute ich mal rausgekommen. Hier ist eine kleine Landstraße, da fahre ich jetzt weiter. Ja, es sind noch 20 Kilometer bis zu meinem Auto, vielleicht noch so 15 oder so bis zu Kinzig. Und ich denke viel bergab, immer der Wolf entlang. Eigentlich geht es jetzt links von der Wolf hier weitergehen. Hier sieht man sie, da ist auch ein Weg. Aber ich habe jetzt mal genug von Schotterweg. Ich fahre jetzt mal hier auf der Landstraße und genieße mal ebenes Rollen. Ja, und das Navi schreit, dass ich falsch bin. Ist mir aber gerade egal. Ich rolle jetzt hier runter. Ich bin von der Straße wieder runter. Jetzt geht es hier wieder auf dem Radweg weiter. Mal schauen, was noch an Steigungen kommt. Aber eigentlich geht es mir lang für heute. Hier links die Wolf oder Wolfach, wie auch immer. Ja, und wir fahren Richtung Kinzigtal. Ich habe noch 10 Kilometer. Ich ziehe mal ein bisschen Bilanz jetzt hier von der Tour. Ich muss sagen, die war wunderschön, sehr anstrengend. Und ja, die Wege waren natürlich ab und zu sowas von holprig. Es ist eigentlich wirklich eine glatte Mountainbike-Tour. Aber wie gesagt, ich bin mit dem Trekkingrad durchgekommen. Man kann das durchaus auch mit dem Trekkingrad machen. Und am besten natürlich, genau, mit dem Pedelec oder E-Bike. Ja, jetzt noch 10 Kilometer und dann habe ich das Thema auch abgehakt hier. Und wie gesagt, ich bin echt zufrieden, es hat mir Spaß gemacht. Die Wolf oder Wolfach mündet jetzt gleich in die Kinzig. Das heißt, für mich geht es gleich wieder am Kinzig-Radweg weiter. Und genau da, wo die Wolf in die Kinzig fließt, steht ein Fischreiher und wartet auf sein Futter. Und ich fahre bei herrlichstem Sonnenschein und einem wunderschönen Radweg noch die restlichen 6 Kilometer zurück zu meinem Auto in Hausach, unterhalb von der Burg. Endspurt hier im Kinzigtal. Ja, Freunde, noch 1,5 Kilometer bis zu meinem Auto, bis zum Parkplatz. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich weiß nicht, was da los ist am Parkplatz. Und da dann wieder in die Kamera schwätzen, macht auch keinen Sinn. Oder nervt ein wenig. Ja, war schön, dass ihr wieder mitgefahren seid. Diesmal wieder ohne Motor. Mal schauen, was das nächste Mal kommt. Jetzt hat sich hier noch so ein Spinnwebe in meiner Kamera festgehalten. Ich weiß nicht, ob die jetzt reinwedelt. Okay, ja, ich muss jetzt lachen wegen der Spinnwebe. Ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ja, wir sind wieder da. 63,65 Kilometer und tschüss.